ich bin Isabella Freitag, ich bin im Ernschel als Redakteurin. Hi, ich bin Aaron, 16 Jahre alt. Hallo, mein Name ist Gideon Schindel. Hi, ich bin Nino Willi-Fürst, ich gehe auf die Ernst-Reuter-Gemeinschaftsschule. Ich bin jetzt in der 9. Klasse und bin die Chefredakteurin der Ernschel-Redaktion. Ich bin die Viola, es macht mir wahnsinnig Spaß, da was mitwirken zu können und mit den anderen gemeinsam Neues zu entwickeln und Großes auf die Beine zu stellen. Die Jury fand die Berichterstattung auf eurer Website besonders vielfältig und unterhaltsam. Ihr wollt mit eurem crossmedialen Ansatz zeigen, dass man auch schwierige Themen cool rüberbringen kann. Zum einen schreibe ich natürlich Berichte, sei es für den Blog oder für die Schülerzeitung. Immer mal wieder erstelle ich auch Videos für unser Ernschel-TV. Weil eure Website sowohl schulinterne als auch gesamtgesellschaftliche Themen umfassend bearbeitet, hat die Jury für sie den 3. Platz ausgewählt. Natürlich ist man extrem stolz darauf. Ich habe mich riesig gefreut und natürlich ist es was Besonderes und auch eine Ehre und motiviert einen natürlich auch noch mal Gas zu geben und das ist toll. Also meistens sind meine Interviewpartner selber Bands, die ich in meiner Freizeit viel höre und wenn ich dann sehe, die kommen in die Nähe auf Natur, dann schreibe ich die direkt mal an. Mein bester Moment war, wo wir nach Hamburg gefahren sind. Ich war sehr aufgeregt. Das war sehr schön, da so ein Programm durchzumachen, in dem wir mehrere Organisationen wie zum Beispiel Greenpeace besucht haben. Mein coolster Moment so als Redakteur war unser Redaktionsausflug nach Island. Das ist ein wunderschönes Land. Wir haben die Polarlichter dort gesehen, hatten ein cooles Haus mitten im Nichts. Ja, es war schon cool dort.